zweite Technik aus dem Nearside Underhook Half Guard Pass. Also ich versuche wieder den Kopf zu greifen, er blockt. Ich pummel den Nearside Underhook, Schulter auf Schulter, Kopf auf die Matte. Ich fange wieder an mit den Beinen zu laufen, bis jetzt alles gleich. Ich befreie mein Knie mit meinem Ellbogen, bringe mein Knie auf die Matte. Jetzt für die Technik mache ich sehr gerne Double Underhooks. Jetzt schau, jetzt nehme ich mein freies Bein hier, mache eine Windshield Wiper Bewegung und habe quasi Butterfly, wie Butterfly Guard. Und jetzt setze ich meine Hüfte nach unten und es öffnet normalerweise seinen Griff hier und ich gehe hoch in den Mount. Das sind 7 Punkte, Pass in den Mount. Also ich bin hier, ich versuche um den Kopf zu greifen, ich tummel den Nearside Underhook, laufen flach. Mein nahes Bein übrigens, schaut mal kurz, vielleicht das Detail, das kann man kurz reinbringen, aber mein Fuß hier ist aufgestellt und mein Knie ist gegen seine Hüfte. Befreie ich auch wieder mein Knie. Double Underhooks, Windshield Wiper in die Butterfly, setze mich tief ab, gehe in die Mount. Was?